ja, fahriger sein. Etwas kerniger. Da haben wir auch schon die Knife Round. HF, HF wird gecallt. Im Vergleich geht es super, ist nur insgesamt etwas leise. Wie gesagt, alles gut. Okay, dann mache ich nochmal Sekündchen. Kann das hier natürlich hochdrehen. So, ich hoffe, von euch ist es jetzt besser. Sag mal, Alex Meister, ist es besser? Ich hab's mal 2 dB hochgedreht im Voice Meter. Wird gerade schön geschnetzelt. Weil bei mir sieht es gleich so aus, als würde ich schon ins Rote im Equalizer bei OBS gehen. Das ist halt so mein kleines Problemchen. Also, Ready wird schon gecallt. Knife Round wurde von Swiftbox gewonnen. Die wollen auch bleiben auf der CT-Seite. Sei ihnen natürlich gegönnt. Und damit sind wir unterwegs an diesem Spieltag Nummer 3 zwischen Swiftfox und Team Monas. Inferno ist die erste Map. Nachher werden wir noch Mirage sehen. Auf ein gutes Matchup zwischen diesen beiden. Wird es ein 1 zu 1? Wird es ein 2 zu 0 von einem der beiden Teams? Monas gehen als leichter Favorit hier rein, werden direkt mit einer Nade Richtung Banane öffnen, aber genauso die CT-Seite, die aber aggressiv Richtung Mitte runter geht. CD macht den ersten Frag, Delcor wird aber refraggen auf JDC. Viel Damage schon mal rausgehauen. Impulse-G mit dem nächsten, aber im A-Spotter, da ist die Range der USPs natürlich tödlich. Das ist ein großes Problemchen für sie. Jetzt stehen sie im 2-1. Zwei bei A, einer bei B, der auch nur Richtung Coffins ist. Das heißt, er hat das Kit, könnte es also, sobald er stirbt, ansagen, okay, da und da liegt es. B wird nochmal weggesmoked. Adrian, die spielen es jetzt auf Retake. Er zieht sich zurück, macht es ganz schlau, wird jetzt nochmal ein bisschen mitgenommen. Doppelsmoke hatten sie sogar noch bei den Monarchs. Headshots gehen raus, beiderseits. Tyler wird aber den letzten setzen. Delcor 1 gegen 3. Eine USP und das Kevlar am Körper. Mehr ist es bisher nicht. Schöne Flash von den Monas. Und Lemon wird am Ende doch nochmal den Headshot setzen können. 1 zu 0 für die Monas. Also, sehr schöne Pistol Run. Da gibt es nochmal einen Glücksknife für die nächste Runde. Und natürlich kommt jetzt der CZ-Buy von Swiftox rein. Auf Inferno ist es immer so eine Sache. Diese Anti-Force-Buy-Runden sind echt richtig schwierig zu spielen. Vor allem, weil es so viel auf Close Range geht. Du hast die Apartments, du hast bei B, wo man hinter den Sandbags stehen kann, wo man direkt hinter der Wand vorne stehen kann. Und das ist mit einer CZ ziemlich tödlich. Man hat sie ja damals nicht ohne Grund Pocket AK genannt. Schöne Flash in die Banane rein. Beide blind, aber keiner zieht rum. Trauen sich erstmal nicht. Aber da sehen wir es. Keine Molotows bei den Monas, um diese Positionen auszuschließen. Wäre vielleicht mal eine Option gewesen. Oh, Foxy ist schon rumgezogen. Weiß es aber jetzt. CD, wird er den zweiten Richtung Sandbags erwarten? Das ist halt die AK, die vorgeht. Egal, der zweite geholt. Adrian mit seinem Refrag. Und sie wollen erstmal nicht rumziehen. Sehen aber, wenn die Waffe gepickt wurde. Und jetzt haben sie ihn. Headshot sitzt. B-Spot, 3 Leute geholt. Jetzt wird JDC erstmal vorgeschickt. Soll vielleicht noch ein Pick am A oder spotten. Headshot passt. Und in der Mitte ist es nur noch Delcor. Einer verloren, aber sonst reicht das doch ganz gut. Gute Anti-Force bei Runde von den Monarchs. Bleiben cool. Machen es auch sehr langsam. Richtung Top Banana. Wollen keine Waffe aufgeben. Die eine AK wurde zwar gedroppt, beziehungsweise aufgehoben, aber oh, da gibt es schon mal Headshots raus. CD muss aufpassen, der hat nicht mehr allzu viel HP. Aber am Ende farmt er sich dann seine 1800 Dollar mit der MAC-10. Da gibt es erstmal Money in the Bank. Den jetzt im Kreuzfeuer Adrian. Guckt nochmal auf den Schädel des Mitspielers. Geht's dir gut? Ja.
Läuft doch alles. Also Swift Fox wird diesen A-Hit natürlich nicht mehr brechen können. CD hat sich schon die Galil vom toten Teammate geschnappt. Und jetzt geht's langsam aber sicher auf den A-Spotten. Wollen kein Risiko eingehen. Jede Ecke wird wirklich rigoros abgeaimt und dann auch eliminiert. Was machen Adrian und Delcor jetzt? Sie wollen natürlich, sie wissen natürlich nicht, ist die MAC-10 noch im Spiel? Wäre die MAC-10 noch im Spiel, sollten sie einfach hinten auf dem B-Spot bleiben, um nicht noch mehr Geld in die Kassen von Team Monash zu spülen. Deswegen glaube ich, werden sie auch komplett zurückbleiben, einfach nur den B-Spot aussitzen, genauso wie diese Runde. Tyler bleibt hinten auf dem Spot, da kann man natürlich überleben. Da gibt es ja diese legendäre Dozianate, oder Dozia, wie man ihn nennen möchte. Die da, ich glaube, drei sogar von den Immortals aus dem Spiel genommen hatte, die dann Waffen saven wollten, aber nix da. Sagt sich der Ex-God. zu 0, guter Start für die Monas, aber erste Gunround für Swift Fox ist in vollem Gange. Delcor hat sogar die AWP, Adrian muss aufpassen, der verstirbt schon fast im Molotow, aber ein Anschuss, Doppelanschuss durch die Smoke, durch die Wand gegen Lemon und Impulse G. Die sind jetzt schon auf 32 und 38 HP. Foxy versucht es mit dem ersten Spray, sieht den Spieler da drüber, aber wird nichts. Dafür hat Lemon dann zu gutes Aiming in dem Falle. Delcor steht nur noch Richtung Coffins, aber sie verschieben, sie gamblen jetzt bei Swift Fox auf einen Bego. Nochmal eine Smoke in der Mitte, um Präsenz zu zeigen. Die Monas macht das gut, verlangsamt das Spiel, sobald sie die Picks gesetzt haben. Trotz, dass sie zwei Leute bei B geholt haben, wollen sie überhaupt kein Risiko eingehen, bleiben einfach nochmal zurück, warten auf jegliche Pushes der CTs. Und werden, denke ich mal, spät den A-Spot anspielen, weil Swift Fox sich auch schon komplett nach B verzogen hat. Das sieht gut aus von den Monarchs. Also es ist ja immer so, wenn man einen Pick auf T-Seite setzt, hat man zwei Möglichkeiten. Man zieht das Tempo an Richtung Spot oder man macht so, wie die Monarchs es gerade getan haben und wartet, achtet nochmal auf jegliche Alleen, die die CTs angreifen können und geht dann nochmal relativ spät auf den Spot, weil natürlich eine Überzahlsituation eigentlich garantiert ist für die T-Seite. Ja, CD, das muss er nochmal üben. Da ging ein paar Schüsse weit daneben, weit neben das Crosshair. Aber Swiftfox bringt drei Waffen durch und das ist bei CT-Seite doch sehr wichtig. Die können rübergedroppt werden, um nächste Runde nochmal anzugreifen. Das heißt, der Lost-Bonus mit drei... Mit, Moment, jetzt bin ich gerade im Kopf am Rechnen. Mit 2900, pardon. Ja, jetzt bin ich wieder da. 2900. Damit können die auf jeden Fall nochmal einkaufen, wenn ich mich rechne. Vielleicht sogar Farmers rüber droppen. Ist halt die Frage, ob sie darauf gehen oder... Oh, nein, sie droppen die Farmers rüber. Mikael wird auch noch eine bekommen, oder? Hat er die CZ? Okay, Mikael hat die CZ. Nochmal eine Smoke oben dran. Flash vielleicht? Nein. Okay, die Flash wurde aufgesetzt, aber mit dem Go, den sie da vorbereitet hatten, wurde nicht durchgegangen, weil eben dieser Molotow oben gesetzt wurde, weil die Smoke halt relativ schwierig zu pieken war. Da wird langsam aufgebaut am A-Spot. Wir sehen Impulse G, der über den Hausmeister entrieren soll. Sigi steht auch am Winkel. Jetzt kommt nochmal ein Molotow oben ins Haus. Richtung Balcony. Oh,
Honners bleiben erstmal sehr langsam Richtung Mitte stehen. Also wurde bisher überhaupt nicht richtig schnell gespielt, sondern einfach Picks erstmal. Und da wurde Swift Fox etwas zerschreddert, sage ich mal, in diesen Mühlen, die die Monas bisher aufgebaut hatten. Lemon wird den Peak wagen aufs, ja, aufs Fahrrad. Delcor steht aber mit der AWP da. Ist mit einer der besten Waffen. Vor allem aus der Pit ist das sehr schwierig zu countern auf T-Sat. Damit erstmals der Peak für Swift Fox gefallen. Kann das jetzt in einen Rundensieg umgemünzt werden. Stehen noch auf dem Side. Tyler mit der hohen Flash, aber holt den zweiten hinten dran. Kann er nochmal einen in der Pit machen? JDC macht den ersten, hat jetzt die AWP aufgehoben, aber da steht noch einer im Side. 10 Sekunden, den müssen sie jetzt rausnehmen. Obere Mitte sind sie noch. Impuls G. Schnell die Bombe holen und planten. Der muss das rausholen. Jetzt hat er's, aber JDC verschießt. Im Side kann er nicht mehr machen. Foxy, gerade so holt er noch die Runde. JDC mit dem Kill. Aber Swift Fox gewinnt die Runde. Das wurde etwas zu lange ausgespielt. Da wurde viel zu lange gewartet in der oberen Mitte. Und dann passt es halt nicht, weil Swift Fox einfach gewartet hat, gelauert hat. Auf diesen späten Argo. Das Problem ist jetzt, Monarchs, die haben genug Geld, auch nächste Runde noch was zu kaufen. Wobei Swift Fox eben das nicht hat. Sobald sie diese Runde verlieren, wären sie resettet. Mal eher B-lastiger Aufbau. Wieder drei Leute dort. Entry wird genommen von Lemon, aber der Weg wird ihm keinen Kill geben. Sigi macht ein, macht zwei in den Apartments. Dadurch wieder Man Advantage und diesmal doppelte Man Advantage bei Swift Fox. Nochmal der Mollo. Tempo wird jetzt angezogen Richtung Banane. Lemon. Wieder macht er den Entry. Wird aber vom Molotov erstmal angefragt. Die Spieler sind auch noch dabei. Adrian und Foxy. Auf der Side steht noch einer. Cedi. 1 gegen 5. Erster sitzt. Wird aber schon von Poppins gepusht. Macht den zweiten, hat auch keine HP verloren. Fällt das jetzt nochmal auseinander für Swift Fox? Cedi. 1 gegen 3. Mal schauen, CD wartet noch drauf. Könnte jetzt hinten Richtung First Orange planten. Muss er auch langsam, aber sicher mal machen. 10 Sekunden. Na, das wird nichts. Er wollte nochmal Richtung Banane abaimen. Wollte nochmal gucken, ob schon einer close steht. Dann vielleicht hinten an First Orange planten. Aber es bleibt dabei. Natürlich Folgerunde für Swift Fox Monarchs. Bisschen aus dem Ruder geraten. Haben sich von diesen frühen Picks von Swift Fox doch etwas aus dem Tritt bringen lassen. Oh, der Molotov. Den haben die Monarchs auch gerne gespielt. Diesen Boost in die Apartments rein. In der Meisterschaft habe ich das öfter gesehen. Jetzt springen sie raus, aber Sigi, der macht den dritten auch noch hinterher. Hat damit den kompletten Push von den Monas erstmal auseinandergenommen. Delcor verfehlt. Jetzt ist aber Lemon immer noch da. Die Flash geht gut und die wird Lemon komplett blenden. Tyler der Einzige, der noch überlebt. Mikael in der Pit mit 47 HP, aber Tyler hat nur noch 15. Jetzt piekt er auch nochmal nach links. Smoke, hinter ihm kommt erstmal nichts. Das Tempo verlangsamt. Sie laufen gerade viel zu viel in diese Kreuzer. Jetzt ziehen sie rum. Das Spray sitzt aber nicht ganz. Hätte sowieso, glaube ich, nicht mehr allzu viel gemacht. Einfach weil links auch schon der zweite Spieler rumgezogen kam. Naja. Damit erste Echo. Für die Monas. Fox, drei Runden in Folge. Aber die Deagles von den Monarchs sind doch sehr gefährlich.
Rifles natürlich eigentlich immer im Vorteil. Zu Deagles ist halt das Peak-Verhalten deutlich anders als mit in Anführungszeichen echten Waffen. Deswegen sind die manchmal doch etwas, ja, wie soll man sagen, schwierig zu countern. Selbst mit AKs, Rifles, M4s, was weiß ich. Jetzt gehen sie in die Banane, da kommt aber das Kreuzfeuer. Schönes Spray auch nochmal von Foxy und JDC, der letzte in der Mitte. Ja, hat schon mal zweimal gehittet. Natürlich keine Armor beim Gegenspieler. 4-4. Swift Fox gleicht aus. Monas jetzt aber wieder mit einem Ball. Bananensmoke sehen wir da. Ah, da vorne. Lemon. Schon mal vorwärts unterwegs. Die Nades sind aber etwas zu spät. Jetzt kommt noch mal eine, die könnte ordentlich Schaden machen. Ah, okay. Knapp 30 HP wurden abgezogen. Verteilt über zwei Spieler. Jetzt spielen sie diesen Boost. Aber schöner Headshot von JDC. Mikael hat sich kurz überlegt, gehe ich da raus oder gehe ich zurück? Richtung Spot. Gehe ich raus, face ich. Entscheidet sich für Letzteres. Geht lieber zurück. Wird das mit seinen Teammates ausspielen. Oh, jetzt kommt die Flash. Wird einmal angesprayt. Schön den Entry gesetzt von CD. Wunderbarer Support vom Mitspieler. Nochmal eine Flash. Die CT-Smoke sitzt nicht ganz. Das ist das große Problem. Aber sie rotieren nochmal komplett rüber. Adrian hat jetzt aber die Info geholt. Das heißt, das könnte nochmal eine Runde für Swift Fox sogar werden, wenn sie jetzt das Kreuzfeuer am A-Spot schnell aufbauen können. Sind aber noch nicht da. Mikael macht Nummer 1, macht Nummer 2. Und jetzt geht es in diese Situation. 2 gegen 1 Impuls. Die wird auch nur noch einen machen können. Und Swiftbox durch die Information am B-Spot gewinnen sie diese Runde. 3 gegen 5. Die Monarchs kommen nicht durch am A-Spot. Wie gesagt, haben das Kreuzfeuer ganz schnell aufgebaut. Von hier Richtung Archside und einer oben am Balkon. Der droppt zwar runter, wird noch gemacht, aber die Monas, die wissen gar nicht, wo sie hinschießen sollen. Oh, dreimal Nate. Zweimal von der Mitte und von der oberen Banane. Damit schon mal zwei Leute rausgenommen, bevor überhaupt einer gesehen wurde. Lemon hat jetzt zumindest den ersten Peak auf einen. Bombe wird nochmal weggedroppt, bevor er die da verliert. Ja, das Spray sitzt so halb. Jetzt am Ende doch nochmal erfolgreich. Swift Fox spielt eine Astra in der CT-Hälfte gerade. Ja, Delcor, da wollte einer baiten für den anderen. Delcor verfehlt jetzt gerade seinen zweiten Schuss, seine zweite Chance. Und JDC muss aufpassen. Delcor nochmal gegen den White Peak nicht erfolgreich. Dann ist es auch vorbei. 6-4. Swift Fox. 6 Runden in Folge jetzt für sie. Geht steil nach oben. Nach den ersten 4 Runden. Jetzt kommt Nate. Nächste auch noch hinterher. Dieses Mal Monas mit den Gegnades, aber die kommen spät nochmal rein. Da kommen mehrere Molotovs, mehrere Nades unten in die Banane rein. Impuls G und CD beide schon mal angetaggt. Das macht es einfacher für die Leute vom Spot. Foxy hat sich jetzt verraten an der Ecke. Es gibt einen Boost, aber der wurde, glaube ich, gerade gespottet von Foxy. Diese CD hat erstmal für Info drüber gejumpt. Impuls G hat eine leichte Gap in der Smoke. Jetzt wird reingeflasht. Foxy erwartet nicht, dass schon jemand da close steht. Adrian macht den einen. Aber Refrag sitzt sofort. Jetzt wird das Tempo angezogen. Nicht wie vorhin, wo die Picks gesetzt wurden. Dass dann nochmal verlangsamt wird. Nochmal der andere Spot angespielt. Nein, einfach Tempo anziehen. Also etwas anderer Ansatz von den Monarchs. Die ihnen wahrscheinlich hier die 5. Runde gibt.
Nochmal eine Flash. Oh, Delcor wartet, dass jemand von ihm geboostet wird. Und da geht's hoch. Schön von Mikael. Aber Tyler, Refrag sitzt. JDC immer noch in der Banane. Hat jetzt aber die Information, dass da keiner mehr kommen kann. Lemon. Und dann ist es Tyler mit dem letzten Kill. Auch alle rausgenommen. Aber das Geld ist richtig da. Richtig groß bei Swift Fox. Nach natürlich 6 gewonnenen Runden. Mona ist im Reset-Potenzial. Haben aber 3 Leute, die doch nochmal gut kaufen können. Tyler, spiel uns deinen Song. Dann mit Glockenschießen beim Supertalent mitmachen. Ja, doch mal was. Grenade nochmal vom Spot. Aber obere Banane ist nur jemand auf die Wand geboostet. Lem wird wieder den Entry-Flagger meme. Hat einmal kurz den Shoulder-Peak rausgehauen. Adrian und Delco jetzt an der Doppel-AWPU. Lemon. Langsam wird es aber wirklich toasty da in der Banane. Nochmal die AWP, Lemon. Oh, jetzt ist er rum. Das ist ein Problem für den AWP-Spieler. Der hat jetzt 2 Winkel, mit denen er sich hier beschäftigen muss. Adrian macht aber immer noch einen. JDC hat jetzt im A-Spot nochmal als Lurker einen gemacht. Adrian denkt, dass er hinten im Ninja ist. Aber links. Oh, was ein Flick von Adrian. Tyler, jetzt über die Apartments da. Mitte ist aber nochmal einer. Und da wird mit dem Knife rausgerannt. JDC und Ziggy macht Nummer 2. Hat die AWP vom Teammate aufgenommen. 1 gegen 2 für Tyler. Der muss die Bombe erstmal von lang holen. Nochmal eine Flash oben rein. Die ist voll. Da ist er voll blind, Sigi. Nochmal ein Mollo in die Mitte. Oh, dann erwartet aber nicht, dass Adrian so schnell rumzieht. So schnell vom B-Spot da ist. 7 zu 5. Swift Fox. Direkt in den Reset geht es für Monarchs. Das sieht gut aus, was Swift Fox hier anbietet. Können die Doppel-AWP auch in die nächste Runde bringen? Das heißt, etwas Geld wurde gespart. Wieder die Nades sollen die Mitte runterfliegen. Aber von dem Dach etwas geblockt worden. Jetzt geht's nochmal in die A-Apartments. Was sehen wir da? Das Impuls G auch schon rumgezogen ist. Zusammen wollen sie jetzt den Balkon pieken. Mikael steht aber etwas defensiver an der Tür Balkon. Tiefe Smoke von Foxy für die Banane. Aber CD steht schon vorne dran. Nochmal der Molotow unten. Aber das Timing fehlt. Lemon kann mit seinem Teammate schon unten vorgehen. Foxy wird gemacht von Lemon. CD hat jetzt auch eine Waffe aufgenommen. Nachdem er vorher nur die CZ hatte. Lemon und CD aber schon richtig low. 36 HP. Vorne am Spot. Jetzt ist Delcor auch noch da. Mit AWP Adrian. Doppel AWP bei B. Lemon taggt zumindest Adrian mal an. Aber Impuls G. Die fallen wie die Fliegen gerade. Versucht jetzt den ersten Peak zu setzen, aber Adrian macht ihn auch noch. JDC Mitte ist nochmal dabei. Aber Delcor, ja. Haben sie. Acht zu fünf. Tick, tack. Und das gefällt mir. Tyler schnappt sich nochmal eine MAC-10. Einfach Rush B. Da gehen sie raus. Und Foxy entscheidet sich nochmal um. Möchte Richtung CT zurück. Aber wird das nicht mehr schaffen. Sie gehen durch den Molotov. Adrian kriegt schon im Jump ordentlich was mit.
Jetzt haben sie auch die ABP. Waffen sind da. Delcom macht den ersten für den Retake. Lemon steht immer noch oben auf Banane. Aber die komplette CT-Power geht über die Ruine, über CT-Baum. Oh, Delcom macht eins. Tider, das ist zu aggressiv gespielt im Afterplan. Jetzt wissen sie aber, dass eigentlich alle vorne sein müssen. Und das Spray sitzt von Mikael. Da wird nochmal die zweite AWP gesucht, deswegen der Defuse etwas verzögert. Jetzt haben sie sie. Also, Monarchs. Etwas zu offen im Afterplant, meiner Meinung nach. Also, da sind sie mit zwei Leuten in die Kirche reingegangen, haben dann aber nicht für möglich gesehen, dass schon einer hier rechts im Eck steht. Wollten dann erstmal diesen Spieler rausnehmen. Schaffen sie aber vorerst nicht. Bombenplant ist immerhin wichtig für die letzte Runde. CD zwar nur in der UMP, aber der braucht auch die Utility, die man hier sehen kann, wie man hier unschwer erkennen kann. Delcor, das ist auch selten, dass man das sieht. Natürlich möchte JDC direkt hinterher, weil eine AWP, sobald sie geschossen hat, ist sie eigentlich relativ verwundbar. Dieses Mal aber die M4 zum Supporten dabei. Das hat North sehr gerne gemacht, dass sie Richtung Balkon eine AWP und eine M4 bzw. AK vorschicken. Mal Flash in die Mitte. Und es wird schnell Richtung A gehen, aber Swift Fox, die wissen, worum es hier geht. Oh, beinahe der Doppel von Delcor wird jetzt von Lemon gemacht. Schon mal die Nate. Sein Mate ist noch nicht gefallen. Bleiben erstmal am Leben. Bombe kommt jetzt Richtung Spot durch. Sigi wird keinen Peak riskieren. Das spielen sie wunderbar aus. Schöner kleiner Shoulder Peak von Mikael. Und dann wird es beenden. 10:5 Hälfte für Swift Fox. Monarchs. Am Ende gingen ihnen die Ideen aus. 4 Runden nach der Pistol waren es 3. Und dann eine nochmal zwischendrin wurde mitgenommen. Das war es dann bisher. Freuen wir uns auf die zweite Hälfte. Sieht gut aus für Swift Fox. Ready wird gecallt. Jetzt muss sich Swift Fox mit der T-Hälfte beschäftigen. Also, Monarchs hat die Pistol gewonnen. Trotzdem, alledem sind es nur 5 Runden auf T geworden. Flash schon aufgesetzt Richtung Banane. Adrian wird den Entry-Fragger memen. Mitte sind sie drin. Tyler sagt sich, komm, wenn du mir das so anbietest mit deinem kleinen Pre-Fire in Anführungszeichen, dann nehme ich das doch gerne an. Ich glaube sogar Foxy hat einen Headshot durch die Bande da vorne bekommen. Geduldig, geduldig. Mikael kriegt schon einen Headshot durchs Holz. Ist damit runter auf 20 HP. Cedi muss eigentlich nur abwarten. Jetzt rotiert er nochmal Richtung B. Weiß, dass es jetzt drauf gehen soll. Foxy. Oh, da wird ein bisschen zu viel gesprayt. Oh, JDC macht den da hinten. Obwohl er auf den vorderen zieht. Jetzt wird CD durch die Smoke gehen. Ah, Mikael erwartet es natürlich nicht. Muss seinen Mate vom Spot supporten. Und Adrian, der Letzte. Beide Pistols gehen an die Monarchs. 6:10. Es könnte dann doch relativ schnell wieder in den Ausgleich gehen, wenn die Monarchs sich jetzt in der Anti-Force-Runde nicht allzu dumm anstellen. Aber sieht man immer wieder, dass solche Force-Runden gewonnen werden. Egal von welcher Seite, vor allem auf Inferno. Wieder 2 CZs dabei, 3 Deagles. Dann wird das Haus erstmal angesprayt, versuchen vielleicht einen Lucky Headshot dadurch rauszubringen.
Ox gehen hoch. Tyler spielt die Automatic-Position. Ich nenne es mal Ninja. Oh, aber das Spray down drei Leute mit der MV1S gemacht. Und er sieht keinen weiteren. Wenn Kurt jetzt auch noch abgecheckt wird, dann wissen sie, dass es eigentlich nur auf den B-Spot gehen kann. Also, der aggressive Move von Swiftfox Richtung A wurde einfach mal vom Boden aufgewischt. 10 zu 7. Monarchs kommen langsam aber sicher wieder ran. Impulse G bleibt bei der Farmers. ADC, nachdem er gestorben ist, kann er sich die M4 leisten. Muss aber auch in die Head Armor investieren. Weiß natürlich, dass Swiftfox jetzt in einer Full-Eco schwelgen wird. Oh, die Nades gehen schon runter. Einiges kommt davor. Und der Spraydown von JDC. Da muss er noch ein bisschen Hilfe haben. Stirbt wieder. Jetzt kann Delkov vielleicht sogar den Plant holen. Versucht hinter First Oranges. Und das wird er gerade so noch schaffen. Oh, Bombenplant geht durch. Warten nochmal, bis sie alle M4s und so weiter eingesammelt haben. Aber die Monas lassen ihnen einen Plant. Was natürlich den Third Round bei jetzt, beziehungsweise jetzt ist ein Fourth Round bei geworden. Was ihnen diesen Buy natürlich nochmal deutlich verstärkt. Delcor an der AWP, die hätte er sich mit Armor auf jeden Fall nicht leisten können, wenn er nicht die Bombe geplantet hätte. Also, hat sich da selber ein wenig beschenkt mit der AWP durch den Bombenplan. Nice. Spielen es im 3-1-Setup auf. Wir haben, ich wollte gerade sagen, einen Boost von Tyler obendrauf, aber sah nur auf der Minimap so aus. Erstmal keine Folge geleistet. Lemon zieht sich jetzt zurück. Bei B kommen sie ein bisschen vor. Map Control wird eingenommen in der oberen Banane. B-Flash, Doppelflash, obere Banane. Impulse, die wird sich aber sofort zurückziehen. Weiß, dass da ordentlich was unterwegs ist. Sollte also jetzt vielleicht den Call geben, für Lemon zu rotieren. Genau das tut er. Tyler, oh, das ist so viel Information, die er da kriegt. Kriegt sogar einen Kill. Und jetzt wissen sie, es kann eigentlich nur Richtung B gehen. Außer sie kommen nochmal ganz schnell über die Mitte. Und das tut Swiftfox. Late Rotation Richtung A-Spot. Ganze Runde eigentlich Richtung B aufgebaut wurde. Haben sie noch genug Utility? Sie haben noch einen Molotov, drei Smokes. Das reicht auf jeden Fall für einen vollen Execute. Monas, die stehen immer noch mit drei Leuten Richtung B. Da wird hochgeboostet. Oh, das ist eine super Pose. Jetzt die Smoke geradeaus gegen Tyler. Oh, der Molotov ist richtig gut für seinen Teammate. Aber Tyler, der steht jetzt ganz offen. Oben CD, der muss mindestens einen machen. 9 Sekunden. 8. Sehr spät kommen sie auf die Side. Oh, Lemon ist gespottet. Und das ist ein relativ einfacher Frag. Vor allem Delcor, der schon richtig gut unterwegs war in diesem Game. Wird das nochmal versucht von Impulse und CD. Beide nur mit Kits ausgestattet. Der Rest fehlt vollkommen. Armor, es muss übers Aiming gehen. Beide kommen jetzt auf kurz rüber. Und bah, da kommt erste von Adrian. Was ein Schuss auf den springenden Spieler. Impulse G gerade noch so mit einem. Aber dann sind es nochmal zwei mehr. Und die reichen dann auf jeden Fall. Delcor hier mit 21 Kills schon. Der geht richtig rund. Da wurde die Maschine geölt. Es geht nochmal mit einem Forceball in die Zone. JDC an der Farmers, Impulse G nur an der OMP. Wird immer noch oft gekauft, trotz des Nerfs, den sie ja bekommen hat. Also Sigi mit dem ersten bei A, hat sich schon mal ordentlich Schaden einstecken lassen, aber bleibt doch noch mal am Leben.
Bleibt eine Gefahr. Jetzt kommt die Smoke für Library, wenn ich mich recht entsinne. Hier, die Flash ist. Hat das Chicken erstmal getötet. Böse Flash. Arme Chicken. Oh, es wird ein B-Split. Vorne steht JDC dran. Trägt jetzt die Flash. Da sind zwei. Da sind zwei, die er holt. Und das ist richtig wichtig für seinen Mitspieler Impuls G. Der kann sich jetzt gut positionieren. Wird den B-Spot auf Retag spielen. Sigi, das waren die 12 HP. Mikael kommt auf die Close Range. Das ist gegen die UMP schwierig. Er kriegt den Headshot. Und das setzt den Retag sehr gut auf für seine Teammates. Bombe ist auf dem Spot. Lemon macht es. 11-9. Delcor und Konsorten werden resettet von Monarchs durch diesen doch relativ schwachen Buy, muss man fast sagen. Jetzt könnte man sagen, oh, bei Swift Fox, wir werden direkt wieder reinforcen. Wir haben zwei Leute, die nächste Runde auch nicht kaufen können. 1900, aber sie gehen auf eine Eco. Wollen es im langen Game ausspielen. Keine überhasteten Entscheidungen. Adrian, sucht er einen Fixpunkt oder wartet er, dass einer runterpusht? Also, sah kurz danach aus, als würde er nach oben wallbangen wollen. Mikael, der Smoke nach links. Soll wohl ein A execute werden. Von den T's, Lemon steht schon Richtung Arches. Dafür haben sie keine Smoke. Utility ist weg, Nummer 1. Nummer 2 wird gesehen, springt aber rüber. Foxy kriegt jetzt den ersten. Aber CD, der Spread 3 runter. Oben an den Apartments. Impulse G, was ist das denn? Er dachte, das wäre eine Leiche oder so. Hatte Adrian einen Timeout oder? Der stand da oben einfach nur. Also, da wurde gesaved, wurde geecoed von Swift Fox. Und jetzt sieht man es. Das Geld ist nicht da. Können noch mal ein paar Pistols rüber droppen. Das wird es aber gewesen sein. Zwei Runden bisher von... Warte, pardon. Eine Runde auf T-Seite. Mensch, ich dachte, das wären 9-6. Nein, es war ein 10-5. Und die Monarchs auf ihrer CT-Seite drehen sie jetzt nochmal auf. Flash runter in die Banane. Aggressiv. Viel Information geholt. Jetzt ziehen sie aber das Tempo Richtung A an. Tyler darf da nicht so aggressiv peaken. Der muss länger am Leben bleiben. Cedi steht noch Richtung kurz. Werden sie jetzt durchflashen? Das ist die große Frage. Cedi muss sich auch mit den Apps beschäftigen. Geht jetzt in die Side. Geht jetzt defensiv. Immer nochmal Impuls G. Kann jetzt Richtung Side seinen Mate supporten. Das ist wichtig, dass er da zumindest einen mit dabei hat. Nochmal eine Flash, nochmal eine Smoke. Aber JDC, der kommt schon von hinten. Hat jetzt einen, der zweite ist etwas zu viel. Wird nochmal, da werden nochmal die Beine in die Hand genommen und Richtung B vorgeprescht. Lemon holt die Info, muss jetzt aber rüber. Das ist leicht zu spät. Na, gerade noch schafft er es. Aber keine Smoke. Den ersten verpasst er. Hat jetzt nur noch 10 HP. Mikael 6. Sigi 36, der Rest ist noch voll. Lemon macht den ersten Peak. Schauert's doch. Direkt wieder die Echo. Oh, die Banane-Smoke, die ist richtig gut, weil da so viele Leute stehen. Nochmal der Boost oben über die Smoke drüber von Adrian. Impuls G geht jetzt hinten rein. Delcor macht den ersten. P250 sitzt. Oh, Lemon mit dem Bang durch die Smoke. CD steht vorne. Lemon muss vor. Der hat keine Munition mehr, aber Lemon fällt. Er trifft nicht Adrian. Macht es dann am Ende. Aber sie werden, glaube ich, beide an der Bombe stehen. Oh, ganz knapp. Wollte gerade hochgehen. Das wäre es dann gewesen für die Jungs von Swift Fox. Aber sie gewinnen diese Eco. Und Monas, die werden sich an den Kopf fassen. Die Runde war eigentlich schon safe, hatten in der Mitte so gut wie alles unter Kontrolle. Aber dann die Over-Rotation auf den A-Spot. Sie wussten natürlich nicht, wie viel da noch in der Mitte drin war. Zu spät. Aber sobald der Entry Richtung JDC sitzt, muss man es eigentlich auf dem Schirm haben. Leicht JDC
etwas defensiver bleiben, vielleicht die Mitte hinten zumachen, dass sie nicht mehr rüber rotieren können und dann A-Spot so gut wie sicher. Richtig chaotisch, richtig spannende Runden momentan. Zu 10 Swift Fox. Wieder die Führung übernommen mit ihrer zweiten in der Hälfte. Jetzt geht's spät nochmal nach B. Wir haben sich am A-Spot gezeigt mit ein paar Flashes. Aber Monarchs, die gehen den Gamble ein. Stellen schon mal drei Leute nach B ab. Das sind 34, 33 Sekunden, die sie noch haben. Es ist zwar relativ schnell zum Spot. Aber Impuls, die wartet einfach nur. Wird jetzt den Mollo in den Pool werfen. Und Lemon kann das ausspielen von da, macht den ersten. Aber das war etwas zu wenig. JDC wird geboostet und jetzt ist es nur noch Delcor. Die werden gerade vom Kreuzfeuer auseinandergenommen. Gehen schon rüber. JDC muss jetzt aufpassen. Delcor will einfach nur planten. Oh, den hat er nicht gesehen. JDC gerade noch so. Aber der Plant ist wieder passiert. AWP wird mitgenommen. Jetzt werden noch ein paar AKs gesucht. 10 Sekunden wird noch gewartet. Ja, hol sie doch, hol sie doch. Seht ihr, jetzt hat er einer gefunden. Der Diffuse kann reinkommen. Aber Swiftfox, keine allzu schlechte Runde. Sie haben den Bombenplan, können damit wahrscheinlich nochmal einkaufen. Monas kommt aber immer weiter ran. Das ist halt das Problem. Man sieht es hier, drei Runden von den Cities gewonnen, eine Runde von Swiftfox und dann direkt wieder der Reset. Wieder genauso wie hier. Und so ist es ganz schwer auf einer T-Seite was aufzuziehen, vor allem auf Inferno, wo man so viel Utility für Executes braucht, wo man richtig viel Utility, richtig viel Geld für Molotovs und so weiter ausgeben muss, um Leute von Winkeln abzusetzen oder wegzupushen. Foxy wird das erste Opfer der AWP von Lemon sein. Molotov geht in die Mitte. DC macht das gut, stellt sich ins in Automatic, Impulse G. Jetzt die Flash, oh. Er kriegt ein bisschen das Spray auf den Teammate. Ziggy überleben, Tyler hat's gut auf dem Schirm, im Hinterkopf. Könnte ja schon eine Apartments drinnen stehen, wo die aus der Mitte mich hinpushen wollen. Flash geht rein, aber Lemon, die Flash ist noch nicht gepoppt. Da war er noch dabei. Er ist jetzt alleine bei B. Das ist halt das Problem. Möchte sich nochmal rausflashen. Hat sein Teammate ein bisschen mitgenommen, aber es bleibt erstmal dabei. Die Banane wird noch hochgegangen. Versuchen eigentlich nur noch einen Bombenplan zu kriegen. Das Ding ist, wenn sie beide holen und nicht allzu viel Schaden kassieren, ist das eigentlich sogar fast machbar, weil der B-Spot so schwierig zu retaken ist. Ja, JDC holt den Spieler vorne. Und es gibt eine kleine Pause von Swiftfox. Also T-Seite funktioniert gerade nicht allzu viel. Aber sie haben Geld, um auf jeden Fall nochmal zu kaufen. Es könnte vielleicht ein Galil bei werden. Delcor könnte sich die AWP leisten. Also kein schlechter Buy für sie. Gucken wir mal gerade aufs Scoreboard. Also bei den Monarchs haben wir JDC, der schon bei 20 ist. Bei Swiftfox sieht es etwas einseitiger aus. Delcor mit 23 Kills. Dann kommt der nächste mit 15 daher. Am unteren Ende haben wir Foxy mit 9. Er ist noch nicht in die Zweistelligkeit eingetreten. Unpost kommt rein, Swiftfox möchte weitermachen, haben sich also nochmal besprochen. Es wird ein Buy werden, einmal UMP
Rest ist bei den AKs. Die wird auch von den Monas gecallt. So. Nein, es ist Ausrufezeichen unpause. So. Ah, Swiftfox muss jetzt auch nochmal unpause. Oder? Nee. Hä? Okay. Stimmt. Also die Apartments werden wohl das auserkorene Ziel sein von SwiftFox. Dann wird den Entry Richtung Balkon setzen wollen, aber der steht etwas defensiver. Da sehen wir CD, der das upaimt. Etwas defensiver. Also sie haben zwei Leute Richtung Lang stehen. Wenn sie über kurz gehen wollten, dann könnten sie das auf jeden Fall aufziehen. Und Monas könnten relativ wenig dagegen machen. Foxy fühlt sich erstmal an der Smoke ziemlich wohl. Da kommt die Smoke, aber sie boosten drüber. Jetzt geht's in die Mitte Richtung Boiler. Delcor, CD gerade nochmal so den Arm weggezogen. Jetzt gehen sie raus. Oh, Tyler steht drüber. Haben sie das gesehen? Was ist das Ding? Oben kommt nochmal der Molotov rein. Das heißt, der Kurzpush wird etwas verzögert, weil der Spieler übers Haus nicht reinkommen kann in das Duell. Jetzt kommen sie von unten zum Side rum. Delcor. Oh, wird das nochmal? Rotation über die Mitte. Viel zu viel Verzögerung. Foxy wird am B-Spot noch geholt. Das heißt aber, sie wissen, dass einer noch mindestens B stehen muss. Da können nicht so viele bei A sein. Adrian macht einen, aber das ist zu spät. Das ist zu spät. Viel zu lange gewartet mit dem Go. Und die Monas übernehmen wieder die Führung nach ihren vier, die sie in der ersten Hälfte geholt hatten. Ist schon etwas her. Aber sehr spannendes Spiel. Beide schenken sich hier nichts. Fox, oh, es wird der B-Rush. Es wird der B-Rush. Die Nate kommt etwas zu spät. Jetzt, oh, die hat richtig Schaden rausgehauen. Und den Molotov können sie dadurch jetzt nicht pushen. Gehen direkt wieder zurück. Der Zug ist abgefahren. Jetzt wird nochmal spät aufgebaut. Also es sollte der B-Rush werden, aber die Nate hat halt richtig reingehauen. Der Atomschlag. Kommt nochmal die Flash in die obere Banane. Sie haben schon drei Leute Richtung B rotiert. Wissen, dass da relativ viele Steps am Anfang waren. Bauen sich jetzt nochmal für einen gemeinsamen Push auf. Die eine Flash, die war es. Das war alles an Utility, was sie hatten. Dodged. Die zweite Flash, die Counter-Flash. Und hat jetzt die Bombe. Könnte die vielleicht sogar planten? Adrian wartet auf einen Smoke-Push. Wird aber keinen bekommen. Ist jetzt erstmal im Pool gefangen. Hinten können sie rauspushen, weil nicht gesmoked ist. Tyler lässt aber erstmal ein wenig Respekt am Manne walten. Adrian könnte jetzt die M4 picken. Flash geht rum. Er dodgt das gerade. So, Adrian. Dritter Kill in der Runde, aber nur noch 3 HP zur Verfügung. Er muss jetzt planten. Er wagt es nicht. Er wagt es nicht. Am Ende kommt Lemon rumgezogen. 13 zu 12. 14 zu 12 nach dieser Runde. Monas arbeiten sich langsam auf Map Point vor. Und auf T-Seite sieht das von SwiftFox bisher etwas ideenlos aus. Es sind meistens diese späten A-Pushes, späte Banane-Plays.
die sie wirklich aus dem Game holen. Sie hatten hier bei Long eigentlich zwei Leute gefangen, dadurch, dass sie hinter der Smoke sind. Haben die auch gespottet, von Winkel weggehauen. Und dann gehen sie nochmal komplett über kurz und einer nach dem anderen pieken sie in zwei Leute rein. Oh, Lemon, schöner Pick. Delcor schon früh aus dem Game genommen. Adrian mit der Flash. Ja, kurz. Die kommt schon mal gut. Heiler an der Smoke erstmal vergehen. Hier oben, ja, hat vorne dran gestanden. Mikael kriegt jetzt schon ordentlich an vom Molotov. Eigentlich sollte man ihn vorschicken. Er hat etwas weniger HP, kann dadurch getradet werden. Aber sie haben halt schon einen Spieler verloren. Das heißt, sie brauchen die komplette Manpower, die sie noch dabei haben. Jetzt wird schön nochmal hinten übergesmoked. Impuls G steht dran. Wird aber prefired von Sigi. Kill sitzt. Adrian. Oh, die Position. Wer guckt denn da hoch? Tyler, macht ihn aber. Oben immer noch einer dabei. Das ist der Drei-Mann. Durch Richtung. Ah, aber die Duelle werden verloren. Adrian straight nochmal einen weg. Aber Tyler mit dem letzten Headshot. Mit dem letzten Wort. In der Runde. Also, Swiftbox kann sich nochmal etwas dreckig in diese Runde beinen, in Anführungszeichen. Wir haben bei Delcor eine AK mit Kevlar nur, kein Helm. Das heißt, die M4s werden One-Shot-Potenzial haben. Wenig Utility. Ein ganzer Molotov bei Swiftbox. Das sollte vielleicht eher was Schnelles werden. Delcor hat schon eine Nade abbekommen. Foxy wird erstmal verschont bleiben. Tyler macht Nummer 1, Tyler macht Nummer 2. Sieht man gerade nicht, weil der Autodirector sich verabschiedet hat. Lemon auch noch von der anderen Seite reingepiekt. CD, ja gut, jetzt haben wir genau 0 Kills in dieser Runde bisher gesehen. Und JDC wird das beenden. 16-12 für die Monarchs. Swiftbox hat es auf der T-Seite einfach verballert, sage ich mal. Also keine Ideen, die sie da wirklich einbringen konnten. Es waren immer relativ stark teamorientiert, relativ stark explosiv orientiert, dass sie über kurz gekommen sind, zusammen mit 3-4 Leuten, dass sie über B-Banane und dann wurden sie öfters einfach in diesen Kreuzfeuern zu Hackfleisch verarbeitet, muss man fast sagen. Ja, 16-12 gewinnt Monarchs hier. Nachher gibt es noch Alet Overdriven gegen Planet Skins. Aber erstmal haben wir noch die zweite Map Mirage für euch, die wir nach einer ganz kleinen Pause begehen werden. Bis gleich.